Um einige Level reicher, sag ich hallo, liebe Leute, wir stehen hier vor dem Eingangskorridor nach Daharune, der schönen Stadt am Meer. Und wir wollen mal gucken, ob es hier noch die ein oder andere Quest zu erledigen gibt, bevor wir weiterreisen zur nächsten Station. Wir haben ja das letzte Mal hier die Stadt von Monstern befreit und den guten Informanten in unsere Heimatstadt gelockt. Jetzt gibt es noch zwei weitere Personen, oder drei sogar, die wir brauchen, um unsere Heimatstadt komplett aufzubauen. Das ist einmal Humphrey der Gute, den wir immer noch aus dem Griff der Spinne befreien müssen, beziehungsweise aus dem Kampf gegen die Spinne. Da müssen wir ihn ein bisschen noch unterstützen, das machen wir noch. Und dann müssen wir noch das komische Eismonster, glaube ich, retten und noch irgendwen anders. Ich weiß es nicht, werden wir sehen. Jetzt aber erst einmal der Gang hier in die Stadt von Daharune. Da haben wir nämlich noch nicht mit den ganzen Leuten geredet oder beziehungsweise geguckt, ob hier noch jemand unsere Hilfe braucht. Mit jedem reden müssen wir nicht. Das ist, glaube ich, eher weniger spannend. Was wir aber machen können, ist mal gucken. Was ist denn hier los? Die Framerate geht hier gerade ganz schön in den Keller. Hier vorne ist jemand, glaube ich. Er grübelt auch. Was ist mit ihm los? Ach so. Vor kurzem war es erst der große Kraken, der erschienen ist. Und jetzt die Monster, die hier randaliert haben. Was ist nur mit der Welt, mit der Ordnung dieser Welt passiert? Die ist komplett aus dem Gleichgewicht geraten. Egal wie viele alte Schriftstücke ich auch durchlese, davon stand nie was geschrieben. Ah, es gibt so viel, was ich nicht weiß und Unwissenheit. Davor habe ich am meisten Angst, sagt der Mann. Und ich sage, ich möchte jetzt mal hier oben nochmal gucken. Ach, hier kann ich ja jetzt durch, ne? Ah, guck mal. Können jetzt alles öffnen. Ergo, wir dürfen auch an den Kisteninhalt, na endlich, nach so vielen Folgen, 50.000 Gold einfach mal klauen. Aber hier müssen wir eigentlich nicht mit dem Boot fahren, weil die Schleuse eh dicht ist. Aber noch eine weitere Kiste können wir öffnen. Und da kriegen wir noch einen Evolutionsfragment-Steinteil. Und ich überlege gerade, wir haben ja vom Bürgermeister das letzte Mal eine Belohnung gekriegt. Ein Lightning Sword. Ist das gut? Es erhöht den Charme. Und das ist vielleicht was für unseren Freund hier. Wobei, nee, das ist, glaube ich, nicht das Beste. Nee. Nicht ganz so geil, wie ich es erhofft habe, aber besser als nichts zu kriegen. Da können wir vielleicht irgendwo verkaufen. So, diese Person hat ein Problem, deshalb nehme ich mich hier an. Und sie sagt, an dem Tag, an dem sich die Welt so verändert hat, so Veränderungen geschehen sind, sind plötzlich aggressive Monster erschienen und ja, mein Liebhaber ist gestorben. Oh, das ist aber ganz schön dramatisch. Ja, er hat gesagt, er hat für mich ein Verlobungsgeschenk und ja, das wäre eine Illusionsblume oder Blume der Illusion in der Wüste Samadhi gewesen. Die hätte ich so gern mal gesehen. Jetzt ist er nicht mehr auf dieser Welt, er lebt nicht mehr. Ah, aber irgendwann möchte... Aber in meinem Herzen bleibt er natürlich zurück. Und irgendwann möchte ich jetzt mal diese Blume sehen, die dort in der Wüste blüht. Mein Reisender, wenn du nach Samadhi reist, könntest du gucken, ob du diese Blume findest für mich. Und sie mir dann zeigen, ich, die so traurig ist. Da kriegen wir einen Glückshut. Auch nicht schlecht. Vielleicht können wir damit unser Glück erhöhen und vielleicht noch mehr Metallschleime hervorlocken. Wir gucken mal. Und ja, wir sagen mal, das machen wir. Und sie sagt, danke, du bist so nett. Also dann bitte bring mir die Blume. Und ja, erzähl mir davon. Und so weiter und so fort. Er sagt, die Blume wird auch als Wüstenrose bezeichnet. Klar kann ich nicht glauben, dass in der Wüste Rosen blühen oder wachsen. Aber er ist ein ehrlicher Mensch und ich glaube nicht, dass er gelogen hat. Wenn er es gesagt hat, dann wird die Blume dort zu finden sein. Deshalb bitte ich dich, gucke in allen Ecken der Wüste in Samadhi und finde sie für mich. Falls du sie finden solltest, dann zeig sie mir. Ich bitte dich, Reisender. So, oh Gott, ich habe eigentlich keinen Bock, durch die Wüste zu eiern. Aber das sind halt die Quests hier in Daharune. Und das war nicht die einzige Quest. Ich gucke jetzt mal, was der andere noch von uns will und vielleicht können wir, der oder die andere, muss ich natürlich sagen. Was ist denn los hier? Oh!
Ich hatte solche Angst, die Monster. Sie waren so viele und ich bin geflohen wie sonst was. Ach, das ist der große Held, ja. Einer, der ja Muskelkondis mitgenommen macht hat. Immer noch mit der Angstzuckung in den Knien. Und hier ist ein alter Mann, der will was von uns, ne? Ja, ich spreche ihn an. Und er sagt, oh, ich liebe es hier in dem schönen Küstenwind zu baden. Und ja, da erinnere ich mich immer daran, an die Zeit, wo ich als junger Mann noch um die Welt gereist bin. Ich habe ja da ein Untersuchungsboot angeführt, war ja Kapitän. Und ja, wir haben tagtäglich nach Schätzen gesucht. Und einen riesengroßen Schatz gefunden, der war Wahnsinn. Und das ist ein Stein der Weisen, der auch als legendärer Geheimschatz bezeichnet wird. Und als ich den gefunden habe in einem Schatzberg, ja, da war ich sowas von erregt. Das war ja so toll, so ein Glücksgefühl. Aber dann bin ich halt auf Reisen gewesen, auf Schiffsreise und zurückgekehrt in meine Heimatstadt. Und dann sind wir in einen schlimmen Sturm geraten und alle Schätze sind ins Meer gekippt worden, ja. Und ja, ich hab versucht, doch diese Schätze zu kriegen, bin ins Meer gesprungen, ja. Aber, also ich war im Begriff, ins Meer zu springen, aber meine Mannschaft hat mich dann überredet, die Schätze aufzugeben, ja. War ich natürlich schweren Herzens, habe ich die dann reinfallen lassen und das war's. Aus diesem Grund ist der legendäre Geheimschatz, der Stein der Weisen, ja, auf unterwegs verschwunden, also im Meer, und ruht jetzt irgendwo auf dem Grund des Meeres. Oh, mein Reisender, bevor ich sterbe, möchte ich den noch einmal sehen, diesen Stein der Weisen. Würdest du mir, diesem alten Mann, den erfüllen, diesen Traum, und dann kriege ich auch ein Rezept für Mithril-Rüstung, wenn ich ihm denn den Weisen, Stein der Weisen zeige. Oh, was für eine dumme Bitte eigentlich von mir, und dass du die annimmst, unglaublich. Bitte. Ich bin dir sehr dankbar. Ich sag dir alles, was ich weiß noch von der Zeit, als wir von den Sturm überrannt wurden, war ich im östlichen Meer von Delcadal, also Meer östlich von Delcadal. Und wenn es den noch gibt, den Stein der Weisen, dann sollte er dort irgendwo sein. Aber es muss eine unglaublich schwere Arbeit sein, auf dem Grund des Meeres danach zu suchen. Wenn du es schaffst, mit dem Schiff zu tauchen, ja, dann vielleicht schaffst du es dann, ihn zu finden. Aber das ist natürlich eine wirklich irrwitzige Geschichte. Und wenn du ihn finden solltest trotz dessen, dann zeig ihn mir bitte, dann würdest du meinen Traum erfüllen. Okay, Wüstenrose und Stein der Weisen. Halt. Dann müssen wir jetzt erstmal zu unserem Schiff zurückkehren, ne? Ich mache erstmal den Stein der Weisen, würde ich sagen. Ach, unser Schiff ist hier. Der Kadal ist wo? Östlich von, sprich da irgendwo in der Bucht muss es sein. Hier sind wir. Ach, kann man das Schiff hier eigentlich... Moment mal. Das Schiff ist doch hier, ne? Liegt es an vor Anker? Kann ich da einfach von hier aus starten? Überlege gerade. Da müssen wir doch nochmal genauer nachgucken. Er angelt hier. Muss mal hier vorne kurz hin. Also zwei Suchquests zugleich hier. In Dardune, ganz zu schweigen davon, dass vielleicht in den Häusern auch noch Leute sind, die irgendwas von uns wollen. Aber die lasse ich jetzt erstmal außen vor. Was machen die denn da? Meine Fresse, hier ist echt was los. Ja, genau, von hier kann ich nämlich von den Docks aus starten. Moment. Ach, da ist Alice. Unser getreuer Mann. Ja, wir reisen ab. Und zwar zugleich. Und wir wissen genau, was das heißt. Es gibt Kämpfe, 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 Kämpfe. Denn die Meere sind ganz, ganz gefährliche Gefilde hier in Dragon Quest XI. Das werdet ihr aber auch selbst noch merken, wenn ihr spielt. Bis dahin ist ja noch ein bisschen Zeit.
Je nachdem, wann ihr die Folge guckt. Kann doch sein, dass ihr es jetzt schon spielt. Aber, jetzt müssen wir mal kurz gucken, wie komme ich denn da am besten hin? Yep. Hier müssen wir durch. Ah, und das ist tatsächlich ein Ort, von wo aus wir eintauchen können. Dann wagen wir das doch gleich mal. So, dann musst du erstmal laden. Dragos rein. Nee, ich schlag einfach zu. Heftige Feuersbrunst wird entfesselt. Okay. Und ich bleibe immer noch bei der Charakterkonstellation, weil ich einfach auf die Zone-Zustände poche. Und Greg, guck mal, der steigt gleich auf Level 70. Sehr schön. So, wir beschleunigen mal. Upsala. Und das Optimum wäre, dass wir hier nicht irgendwo noch festhängen. Das wollen wir nämlich nicht. Ach du meine Güte. Was kommt jetzt schon wieder? Marine Slime. Den Rosentaifun entfesseln wir hier und dann kann eigentlich Kurando das Deck mal fegen. Dann können wir nämlich gleich weiterreisen. Und Xenia erstmal auf Level 68 steigen lassen. Vor allem. In der Regenbogenbucht müssen wir hier auch nochmal irgendwann anlanden. Und insgesamt, das Meer ist so groß und breit, da haben wir auch noch nicht alles erkundet gehabt. Das Spiel ist einfach so vielfältig, es ist unfassbar. So, und da ist ein Ort, von wo aus wir tauchen können. Vielleicht müssen wir da einfach mal runter rasseln, aber erstmal müssen wir die Skigolems auch besiegen. Die stellen sich uns nämlich in den Weg. Und da poche ich einfach mal drauf, dass wir vielleicht einen kritischen Treffer landen können. Und das tun wir auch. Boah, die haben aber echt viel Energie. Ein hinterhältiger Wasserangriff. Und zwar doppelt. Meine Güte. Ich glaube, es bleibt uns nichts anderes übrig, als einmal Ultima Sword zu beschwören und ihn damit in seine Kleinteile zu verwandeln. Erfahrungstechnisch gibt's hier nichts wirklich. Trotzdem steigt Shelby auf Level 70. Wir heilen uns und reisen weiter. So, hier können wir ja mal tauchen. Mit der Meerjungfrauenharfe. Gibt's hier irgendwo den Stein der Weisen vielleicht? Hier am Land? Wer weiß. Da jetzt habe ich konkret nichts gefunden. Vielleicht habe ich mich auch geirrt. Vielleicht müssen wir auch irgendwo anders hin. Nee, Quatsch. Ich irre mich gerade komplett, ja? Er hat im Osten gesagt, nicht im Westen. Ich bin komplett auf Abwägen hier. Westlich von Delkadal. Sprich, im Meereskönigreich? Liegt das nicht da irgendwo? Ich meine östlich von Delkadal, hä? Ich bin gerade komplett abseits. Ich dachte jetzt hier, weil man hier tauchen kann. Nee, ja, ich weiß Bescheid. Es ist ganz, ganz woanders. Wir müssen zum Meereskönigreich. Dort hat einst der Sturm gewütet und ihm den Stein von Deck geblasen. Das war ärgerlich jetzt. Jetzt habe ich einen großen Umweg gemacht. Aber macht ja nichts, liebe Leute. Ist die Folge halt länger. Oh. Tentakels. Heißt dieser Gegner.
Mal gucken, ob wir noch einmal einen Rosentaifun landen können. Ganz schön frech, der Typ. Okay, das will er gerne haben. Kriegt er. So, Kollege. Das ist schon eindrucksvoll, aber mich kannst du damit nicht einschüchtern. Nee, komm, wir schlagen einfach drauf. Los! Feuriger Atem, der paralysiert. Silvia-Schlag auch bitte drauf. In der Hoffnung, dass wir gleich ganz schnell weiterreisen können. Ah. Aber das war's. Und jetzt bloß vom Bord mit dir. Da haben wir schon die Regenbogenbucht, sprich, wir können jetzt einfach abbiegen gleich. Nein, hier will ich nicht landen. Ich bin aber auch echt ein Tor, dass ich hier die Himmelsrichtung sogar noch verwechsel. Sei's drum. Es muss ja weitergehen. Und solange es solche Gegner sind, die sind ja schnell aus dem Weg geschafft. So, genau so soll es sein. Ro ist schon ein 69er. Der Gute. Schon ein gutes Alter erreicht. Kann aber noch weitaus älter werden. Da oben am Himmel zeigt sich die schwarze Sonne. Der Zerstörer Gott beobachtet jeden unserer Schritte. Soll er aber machen. Denn wir werden es sein, die ihn dann zerstören. So, bitte gleich Kodando mal ranlassen. Der macht nämlich ganz schnell hier kurz einen Prozess. Ja. Yep. Dort wäre es auch für die Dragon Slimes gewesen. Jetzt peilen wir zielstrebig die richtige Ortschaft an, das verspreche ich euch. So, gleich sind wir da. Vorher gibt es jetzt sie hier noch. Gar kein Problem. Und noch einmal. Giga Break! Der Allesvernichter. Dann denke ich mal, dass es hier bei den Meeresbewohnern liegt. Der Stein der Weise. Und wir waren lange auch nicht mehr bei dem Volk hier. Und ich wette, hier gibt es auch noch einiges zu entdecken. Leute, die was von uns wollen und so weiter und so fort. Aber wir zielen jetzt tatsächlich nur auf den Stein der Weisen ab. Vielleicht weiß ja auch die Meerjungfrauenkönigin etwas darüber. Wir schauen erstmal nach und gucken, was sich finden wird. Wir können auf jeden Fall gespannt sein. So. Ja, Quests noch und nöcher. Ernsthaft, das ist ja wirklich... Die Spiel hat so viel zu bieten... Ich frage mich jetzt, wo wir denn hier überhaupt was finden. So, was sagt sie denn? Ja, du bist jetzt hier im Unterwasserkönigreich Murea. Und ja, das hier gibt's die wunderschöne Meerjungfrauenkönigin. Und es ist natürlich Paris, ein Paradies unter dem Meer. Aber irgendwie ist die Königin in letzter Zeit betrübt, ob sie wohl irgendein Problem haben mag. Das werden wir schon sehen. Hoppala.
Also ich gucke jetzt gerade mal, er labert nur was von Spaziergängchen hier über die den Meeresgrund und das interessiert uns eigentlich weniger. Ich möchte den Stein der Weisen haben. Der ist bestimmt hier irgendwo runtergesegelt. Die will immer noch, dass wir eine Quest erfüllen. Vielleicht hat er was geangelt. Du fragst dich, was ich hier mache? Ich angel, natürlich. Was wir hier essen, ist natürlich ganz klar das, was wir auch selbst hier angeln, ne? Aber in letzter Zeit kriege ich nicht so viele Fische geangelt, muss ich sagen. Hab ein Problem deshalb. Deshalb merkt man auch hier unten, dass die Welt ein wenig chaotisch ist. Dem können wir nicht interagieren. Die Kiste ist schon geleert. Na, ob wir hier fündig werden, ist natürlich die nächste Frage. Jemand was gefunden? Auch wenn hier niemand mehr wohnt oder kein Mann hab, ja, ist es natürlich wichtig, trotzdem hier immer klar Schiff zu halten. Denn er wird irgendwann wieder sicherlich zurückkehren, der verschwundene Ehegatte. Ich frag mal die Königin, vielleicht kann die mir helfen. Beten möchte ich nicht, ich will nach oben. Willkommen, möchtest du zum Thronsaal? Dort wartet die Königin, also dann möchtest du dahin? Jawohl. Verstanden, also dann, mein Mensch, halt dich fest, wir schwimmen nach oben. So, Milady, was gibt es hier? Da bist du wieder, mein Held Kurando. Ich habe gesehen, dass du der wahre Held bist und... Ja, es gibt etwas, worum ich dich beten möchte. Die schwarze Sonne ist erschienen und überall sind Monster erschienen, die auf der Welt für Unheil sorgen. Das weißt du natürlich, nicht wahr? Und auch hier ist es gleich auf dem Meeresgrund. Und ich habe ja durch meine 1000-Meilen-Perle gesehen, was auf der Welt los ist. Ich kann das alles sehen. Und der Glanz meiner Perle wurde mir geraubt von einem fiesen Monster. Und das ist der Nationalschatz von uns Meeresbewohnern. Also ich bitte dich, besiege das Monster und bringe sie mir zurück, um mir den Glanz zurückzuholen hier. Ich dachte, dass du mir das sagst. Ich habe es ja gesagt. Das ist zu erwarten von dir, Held Kurando. Das Monster, was mir diesen Glanz geklaut hat von meiner Perle, heißt Des Egil. Und er ist im äußeren Meer, im Nordosten, wohnt er auf einer, verbirgt er sich auf einer einsamen Insel. Wenn du mit dem Schiff in die Nähe der Insel gehst, dann kannst du die Meerjungfrauenharfe benutzen und ihn ausfindig machen. Also dann, Kurando, besiege Des Egil und bring mir den Glanz meiner Perle zurück, bitte. Habe ich den nicht schon mal besiegt gehabt? Nee, ich sag das Gleiche. Ich möchte aber erstmal den Stein der Weisen haben, ne? So, ich drück mal weg. Der bittet einfach nur, oder betet für unser Wohl. Die will also auch noch was von uns. Wir wollen aber eigentlich nur zurück und den Stein finden. Sie wollte doch irgendein Lied hören, war die das nicht? Ja, genau. Sie erinnert sich nicht mehr an den Typen, der dieses Lied gesungen hat und so. Das hat, die Quest haben wir auch schon mal angenommen gehabt, aber noch nie erfüllt. Ist hier vielleicht irgendwo was, was uns weiterhilft? Da pennt einer da hinten. Hier kommt man nur als Fisch rumlungern, ne? Und dort oben rein müssen wir also erstmal unsere Fischform wieder erlangen. Ich habe jetzt keine Ahnung, wo ich am besten nach dem Stein suche. Hier jemand was gesehen?
gehört. Hier gibt es ja so tolle Gegenstände wie eine Perle und sowas. Das sind doch alles Steine, Kristalle, vielleicht kann die mir was sagen. Menschen und Fische, die haben nichts miteinander zu tun. Und ja, tolle Gegenstände, tolle Morgen, ein tolles Wetter ist heute. Also dann kauft ihr schön, das ist ihr Käuferspruch sozusagen. Hat ihr denn irgendwie vielleicht hier den Stein der Weisen? Nee, ne? Nur Müll, nur Mist, den ich nicht brauche. Sprich, hier werden wir nicht fündig. Ich gucke nochmal auf den Quest-Log. Haben wir hier, ne? Wo ist das denn? Da haben wir's. Im östlichen Meer von Del Cadal soll er versunken sein. Nur wo hier? Wisst ihr, was ich jetzt einfach mal mache? Was man eigentlich nicht machen sollte? Ich bleib mal kurz stehen und rede einfach mit euch, denn ich habe ja die Komplettlösung. Und ich gucke jetzt einfach mal nach, ob ich jetzt auf die Schnelle den Quest-Block hier finde. Und dann schauen wir mal, ob ich denn irgendwo fruchtbare Informationen hier in meinem riesengroßen Folianten finde. Aber erstmal muss ich, wie gesagt, die Seite mit den Quests überhaupt finden. Was nicht so leicht ist bei fast 800 Seiten, ne? Ja, habe ich mich da vielleicht übernommen gerade? Moment mal. Da sind doch schon die Quests. Und welche Nummer war das? Ich gucke nochmal kurz. So schafft man das wenigstens, ja? So kriegen wir es hin. Questliste, zack. Hier steht jetzt keine Zahl, ne? 21 von 60 haben wir geschafft schon. Aber wenigstens den Namen habe ich. Also, der Verbleib ist Steins der Weisen. Wo steht... Da haben wir was. Mal gucken, was hier steht. Also hier steht auch, da ist das Meereskönigreich. Vielleicht irgendwo... beim Königreich versunken. Kann man immer erhalten, den Gegenstand. Und der soll... Hä? Nee, hier steht nichts, nur ein Hinweis. Da hier das Königreich ist, müsste er irgendwo im Königreich zu finden sein. Irgendwo dort liegen. Problem ist, ich muss ja wahrscheinlich in meine Fischform kommen, damit ich überhaupt hier absteigen kann, ne? Aber kann ich mich wieder zurückverwandeln? Geht das vielleicht mit der Harfe oder sowas? Bin mir da gerade nicht so sicher. Das ist natürlich jetzt lustig. Ich kann ja auch nichts benutzen. Ich müsste also zum Fisch werden, um hier alles zu erkunden. Das Meerjungfrauenlied hat eine heilende Wirkung. Du scheinst müde zu sein. Möchtest du es hören? Ja. Kannst du mich auch zum Fisch machen vielleicht? Guten Tag, sagt sie. Ich sag, ich will ein Fisch sein, verdammt. Also wir sind auf jeden Fall richtig. Der Stein der Weisen muss hier irgendwo liegen. Aber die Sache ist tatsächlich, wir müssen da runterkommen. Vielleicht müssen wir auch erst den Glanz für die Könige dann zurückholen. Ja, ich klicke jetzt einfach mal durch. Sie sagt jetzt zum Beispiel hier, die hat auch die Geschichte von Des Egil gehört, der den Glanz geklaut hat. Und der soll ziemlich stark sein. Bitte stirb also nicht im Kampfe. Vielleicht müssen wir diese Quest erst noch einschieben. Bevor wir überhaupt was anderes machen können. Oh ja, oh Gott, hast du mich ja, beiß mir noch nicht in den Anus, sagte hier. Hab ich mich erschreckt. Ich wurde früher mal von einem Hai angegriffen und da erinnere ich mich immer, wenn mich jemand anspricht. Ich gucke jetzt hier nochmal rum, aber ich glaube, hier ist kein Stein der Weisen zu finden.
Ich vermute also ganz knallhart, der ist irgendwo im unteren Bereich des Königreichs abgetaucht. Und um dahin zu kommen, muss ich, glaube ich, die Gestalt eines Fisches annehmen können. So komme ich hier nämlich nirgends hoch. Das ist natürlich unglücklich. Kann man nicht anders sagen. Da funkelt was. Ja, eine rote Koralle. Sango ist Koralle. Ja, will mir auch glatt zeigen, dass man hier runter kann, ne? Da ist das bestimmt verborgen irgendwo. Wie wird man denn nochmal zum Fisch? Kann ich das nicht irgendwie machen, indem ich hier einen verzauberten Gegenstand benutze? Der letzte Schlüssel und so weiter und so fort. Die Meerjungfrauenharfe. Ich habe ihn abs in der Hand, aber es passiert nichts. Deshalb, ich weiß nicht mehr, wie ich zum Fisch werden kann. Wahrscheinlich mit Hilfe der Königin, die aber erst den Glanz haben will und so weiter und so fort. Das machen wir also alles in der nächsten Folge, liebe Leute. Ich speichere jetzt erstmal hier im Königreich, damit wir hier das nächste Mal wieder starten können. Und dann wissen wir hoffentlich Bescheid und können weiter voranschreiten. Wir sind auf dem besten Weg, werden jetzt unsere Heimatstadt aufbauen, müssen also Humphrey retten, dann die letzten Verbleibenden finden, dann machen wir das Labyrinth von Nelson fertig und dann war's das auch. Dann besiegen wir den Zerstörergott und haben's geschafft. So, bis dahin wird aber noch ein bisschen was zu tun sein und ihr schaltet hoffentlich das nächste Mal wieder ein. Ich würde mich freuen. Also dann, bis zum nächsten Mal. Bleibt gesund und munter, gehabt euch wohl und auf Wiedersehen.